Hallo Löwe, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Wir schauen uns hier, obwohl ich ja eigentlich die Monatslegung Oktober abdrehen wollte, habe ich die Botschaft bekommen, dass wir doch nochmal in den Herbst schauen dürfen. So, und deswegen starten wir einfach jetzt mit dir heute hier mit der Herbstlegung. Meine Lieben, ich will ganz kurz erzählen, was ich hier mit euch vorhabe. Und zwar werden wir einsteigen mit den aufgestiegenen Meistern. Da werden wir uns eine Energie ziehen und schauen, was bei dir im Feld ist. Ich habe das Golden Tarot. Da werden wir eine Pyramide legen. Geklärt wird das Ganze mit den Golden Linnemore Karten. Und ich habe das Orakel des Wassers mit dabei. Wir wollen ja, dass das Leben fließt oder dass etwas ins Fließen kommt. Und meine Lieben, und da denke ich mal, haben wir jetzt eine gute Mischung. Und ich bin gespannt, was bei euch auch in euer Feld kommt. In den ersten Legungen, die schon rausgekommen sind, das war 50-50, die Liebe oder auch die Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin gespannt, was ich bei euch zeigen möchte. Denkt bitte mal daran, es sind kollektive Legungen, nicht jeder kann damit in Resonanz gehen. Dafür sind dann die persönlichen Legungen da. Da kannst du dir sehr gerne, lieber Löwe, auch eine persönliche Legung buchen. Doppelklick auf den Titel. Dann geht ein Feld auf, man nennt das Infobox, und da schaust du einfach mal rein. Da findest du alle Informationen, die du mich erreichen kannst. Okay? So, dann schauen wir mal, um was geht's denn hier? Guan Yin, also das ist die weibliche Urkraft. Hier geht es um die erleuchtete oder um das erleuchtete Handeln. Wähle Mitgefühl, mit Anmut voranschreiten, ja, also Mitgefühl mit anderen, wenn andere zum Beispiel nicht ganz so in ihrem Gleichgewicht sind oder du selber fühlst dich hier im Moment ein Stück weit aus der Mitte heraus, ja, dann ist es wichtig, das erleuchtete Handeln bedeutet auch das positive Sein, also aus, ich sag mal, einer Zitrone eine Limonade machen, Verständnis mit dir selber haben oder auch mit deinen Mitmenschen. Das Mitgefühl haben oder aufbauen, es kann nicht immer alles so sein, wie man sich das selber vorstellt. Dann haben wir das mit dem Ego, das Thema. Also das Mitgefühl, jemand anders wie einem selber Mitgefühl schenken, ich sag mal, ist immer die halbe Miete, ja, weil wir sind hier auf Lehrplanet Erde gekommen, um Erfahrung zu machen, ne? Und ganz viele sagen immer, ja, aber ich will das so und so und so und so und das muss perfekt sein und das soll hier sein und nach meinen Vorstellungen und hast du nicht gesehen. Ja, und dann hat man so viel Stress dadurch, dass man einfach vergisst, mit sich zu fühlen. Also Mitgefühl, da ist ja das Mit drinne und das Fühl, also fühlen. Ja, und hier geht es ganz stark darum, was fühlst du selber, die weibliche Urkraft. Also das gilt für Männer wie auch für Frauen. Wir haben alle weibliche und männliche Anteile. Und hier geht es darum, dass du ein Stück weit mit mehr ins Fühlen kommst. Ja, und dann auch positiv handelst. Ja, okay, schauen wir mal. Dann gucken wir uns mal an, was ist das Thema für den Herbst? Was unterstützt das erleuchtete Handeln hier? Okay. Also, meine lieben Löwen, wir haben hier eine Situation, ich spreche das ganz klar aus, ja, also ich habe hier oder ich sehe hier eine Blockadekarte, das bedeutet 8 der Schwerter, ne? Man kann hier nicht sehen, man kann nicht agieren, nicht handeln, der Körper ist mit einem Band verbunden, Schwertenergie ist halt, ja, das kann Kopfjogging sein, das kann aber auch eine Blockade auch im Denken natürlich sein. Man kann nicht sehen, weil man nicht wirklich sich selber fühlt. Ja, auch das ist hier eine Botschaft, die nicht außer Acht gelassen werden darf. Und da merkt ihr, das ist auch Sprache, ne? Da kann ich mich irgendwie gar nicht richtig ausdrücken. Es fällt mir schwer. Ja, so. Und wir gucken mal, auf was das hier basiert. Warum hier die 8 der Schwerter? Ja, okay. Es geht hier um Konflikte. Sei es um innere Konflikte mit dir selbst. Das Mitgefühl, aber auch, du das hast das Gefühl, es ist mir irgendwie die oder jene, welche Person oder Situation ist mir zu viel. Und da hat man wirklich einen Konflikt, mit dem man lernen darf, umzugehen. Und dieser Konflikt könnte hier dich blockieren. Also in deinem höchsten Selbst, du könntest das Gefühl haben, ich möchte gar keinen Streit haben, aber es ist halt eine Situation, die mich blockiert und
Du musst jetzt damit ein Stück weit lernen, umzugehen. Und wie kannst du das tun? Indem du Mitgefühl mit dir und der gegenüberliegenden Person aufbringst und dann das sogenannte erleuchtete Handeln einsetzt. Dann gucken wir mal. Ja, und das sorgt dafür, also dieser Konflikt, ja, und die Blockade, die haben hier eine Aufgabe mit dir. Ich denke, es geht hier wirklich um dein Mindset, denn wir haben 6 der Stäbe. Und 5 der Stäbe ist, man kämpft um etwas oder man diskutiert etwas aus. Und 6 der Stäbe ist der Sieg, das Erfolgreiche. Also du hältst hier wirklich an etwas fest. Dieser Zustand an sich wird dich ein Stück weit, ich will nicht sagen ausnoggen, aber es ist anstrengend. Ja, so, jetzt gucken wir mal weiter, was es hier noch geht. Ja, es ist eine Frage der Kommunikation. Also es ist durch diesen Konflikt, den du hier hast, Löwe, wird sich die Blockade lösen und es geht wieder etwas voran. 8 der Stäbe ist, dass endlich geht etwas voran, sei es in der Kommunikation, sei es aber auch im direkten Vorangehen. Ja? Du wirst dadurch einen Zustand, der dich nämlich aus der Blockade holt. Also das heißt, du warst in einer oder bist im Herbst in einer blockierenden Situation und das ist eine Sache, die magst du nicht, ne? Ganz klar. Du wirst hier aufräumen, du wirst hier dir Luft machen, indem du dich entsprechend wie ein Löwe, ich will nicht sagen brüllst, aber du wirst dich äußern. Und diese Äußerung sorgt dafür, dass was vorangeht. Sei es, dass du selber eine blockierende Situation verlässt und daraus siegreich hervorgehst. So, wir haben hier 2 Karten. Genau, es geht nämlich hier um die Gerechtigkeit. Ja, du möchtest hier letztendlich mit der Welt, möchtest und wirst du gerecht entscheiden. Dieses Verlassen ist in deinen Augen, in deiner Wahrnehmung die gerechte Entscheidung. Sorry. Und es geht wirklich darum, dass du hier, du möchtest weitergehen. Also wir haben hier mit den 8 der Schwerter eine Situation der Stagnation. Die Welt ist das Weitergehen. Am Ende wirst du weitergehen, weil du hier um etwas kämpfst, vorangehen zu können, in welcher Situation auch immer. Ja, du wirst einen Zustand verlassen und du wirst aber auch siegreich A, aus der Blockade gehen, B, wirst du siegreich hier voranschreiten. Das Ganze wird eine Entscheidung sein, eine gerechte Entscheidung sein für das Weitergehen. Du hast nämlich ein Ziel, ein Fokus, 6 der Schwerter. Auch hier wieder das Verlassen einer Situation, lieber Löwe. Also der Löwe bricht im Herbst auf und möchte gerne neue Wege gehen, neues erleben. So, was sind denn hier die 8 der Schwerter? Gucken wir mal. Ja, das kann eine weibliche Person sein, lieber Löwe. Das kann aber auch sein, dass du auf Umwegen, weil du erst was ausdiskutieren musst, vorangehen kannst. Wenn es eine weibliche Person ist, kann es eine mütterliche Rolle sein, also eine mütterliche Energie sein. Es kann aber auch sein, dass es eine Freundin ist, eine Arbeitskollegin, wer auch immer, die dir wirklich hier Kopfjogging beschert und wo du wirklich durch diese Person blockiert bist. Die andere Variante ist aber auch, durch diese Situation bist du selber sehr kompliziert und sagst, boah, ich muss mir jetzt vielleicht auch mal Luft machen. Ja? Und deswegen die 5 der Stäbe. Was sind hier die 5 der Stäbe hier bitte? Und da waren sie gefallen. 5 der Stäbe ist, du bist dir unsicher. Es kann aber auch eine feindliche Person sein, jemand, der es mit dir nicht gut meint. Kann genauso gut auch die Schlange sein, ja? Also entweder lässt du dich von dieser Person blockieren, auf Umwegen wirst du vorangehen, oder aber diese Person, die dich blockiert, macht dich sehr unsicher. Vielleicht traust du dich auch erstmal gar nicht, hier etwas auszusprechen, ja? Oder aber, das wirst du dann merken, wenn es soweit ist, diese Person sorgt dafür, dass du in Verstrickung gerätst und mit dieser Person irgendwas ausdiskutierst, ja? Ja. Du glaubst an das Positive, du glaubst definitiv daran, dass du lichtvoll bist, dass du die Weichen stellst, dass du nicht die Belastung auf Mutter Erde bist, sondern letztendlich bist du immer, auch wenn es mal kompliziert wird, aber du bist positiv ausgerichtet. Du glaubst letztendlich an dein Ziel, was du hier anstreben möchtest. Und das macht dich nicht nur glücklich, sondern es kommt auch relativ zeitnah mit Erfolg auf dich zu. Ja? Wisst ihr, meine lieben Löwen, Neid muss man sich erarbeiten. Kriegt man nicht geschenkt. Und egal, ob es die Schlange ist oder der Fuchs ist, von
als Personenkarten sind es alles Neider, die dir das Leben schwer machen wollen. Ja? Und wenn wir es auf ein wie sagt man dazu, wenn man es auf ein Adjektiv umswitcht, dann haben wir hier die Eigenschaften. Das bedeutet, du bist kompliziert oder du bist unsicher. Was auch immer davon in dein Feld kommt, wirst du letztendlich wissen. Aber alles, beides ist möglich. Ja? So. Aber wir fokussieren uns jetzt nicht auf diese Blockaden, sondern du hast dein Ziel, du hast deinen Fokus, du hast neue Ziele, neue Wege, die du gehen willst. Und die wirst du definitiv erreichen. Nur es werden einige Holpersteine in deinen Weg kommen. Also sie werden deinen Weg kreuzen, sagen wir es mal so. So, was ist denn hier mit den 8 der Stäben bei dem Löwen? Löwe, 8 der Stäbe. So, wir haben hier die Mäuse. Und die Mäuse sagen, es nagt etwas an dir. Also diese Art des Vorangehens, ja, da scheint mir eine gewisse... Ich will nicht sagen Unzufriedenheit zu sein, aber es könnte eine Kompromisssituation sein, ja, wo du sagst, okay, ich gehe voran, aber ich muss dafür zum Beispiel hier einen alten Zustand verlassen. Ist in der Regel normal, aber es nagt an dir, weil es könnte hier relativ schnell in dein Feld kommen. So schnell, dass du damit nicht rechnest, lieber Löwe. Was verlässt du denn hier mit 8 der Kelche? Was ist denn hier los? Welchen Zustand oder was verlässt Löwe hier? Oh, okay. Okay. Ich habe gesagt, die letzten Legungen waren 50-50 Beziehungen. Also Leute, einige von euch werden wirklich eine Trennung vollziehen. Andere, wenn es nicht um Beziehung geht, also um Liebesbeziehung geht, Partnerschaft geht, dann haben wir es hier mit einer Arbeitsbeziehung zu tun, wo du sagst, du wechselst den Arbeitgeber. Kann sein durch Mobbing, ja. Dass man sich im beiderseitigen Einvernehmen aber trennt, die andere Variante ist, und die hatte ich gerade noch nicht im Feld, könnte auch sein, da haben wir hier 3 ist einer zu viel. Sei es, dass du jemanden hast, sei es, dass hier dein Gegenüber jemanden hat, und das könnte hier dazu führen, dass du sagst, nein, ich möchte nicht in einer Dreierkonstellation leben, das ist nicht meins. Da musst du jetzt bitte einfach mal ein bisschen reinfühlen, was für dich sich stimmig anfühlt. Du aber, und das finde ich großartig, du wirst hier, dann haben wir hier die Scheidung, ja, du wirst hier weitergehen. Also Beziehung, Trennung, Scheidung, ja, Arbeit, Trennung, Arbeitsgericht. Mhm. Entscheidung treffen. Im beiderseitigen Einvernehmen wird hier etwas getrennt. Oder du kämpfst vor Gericht darum. Das geht natürlich auch. Je nachdem, wie die Situation ist. So, was haben wir denn hier? Gerechtigkeit und die Welt. Um was geht's hier bitte? Ja, okay. Es scheint so zu sein, dass einige, vielleicht auch im großen Kollektiv, wirklich hier um die Arbeit ringen. Also das heißt, es gibt hier eine Entscheidung in Bezug auf die Arbeit. Und dass man sich hier entweder gerichtlich oder außergerichtlich einigt. Das sehe ich hier. Die andere Variante, meine Lieben, ist, wenn es hier um eure Beziehung geht, dass ihr wieder euren Anker auswerft und dass ihr weitergeht in eine neue Zeit, in eine neue Beziehung. Ja, also Zeit, Beziehung ist immer, wie gesagt, relativ. Denkt immer daran, das Ganze geht hier positiv aus und kommt schneller, als ihr denkt. Es geht hier teilweise ums Geld, ja, sei es in Bezug auf eine Beziehung, Trennung, Unterhalt, Scheidung, pp. Etc. pp. Andere, wie gesagt, haben hier aber auch die arbeitsrechtliche Geschichte, dass man sagt, okay, dann Abfindung zum Beispiel, ja, das sehe ich auch, dass man sich hier gütig einigt. So, wie gesagt, der Fokus liegt hier aus den Konflikten heraus in den Erfolg, ja, okay. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier an, was das Orakel des Wassers sagt.
Es sind zwei Karten ausgefallen. Na, okay, dann nehmen wir die. So, ihr Lieben. Was haben wir denn hier? Die heilige Quelle. Auftanken, Selbstliebe aus der Fülle herausgeben. Ja, wenn ihr natürlich hier, wenn es ums Geld geht, ja, klar, dann werdet ihr jetzt in die Zeit der Fülle eintauchen. Und wir haben die Herren vom See, neue Anfänge. Etwas wird geschehen. Und das ist genau das. Also es ist das, was ich auch sehe. Das Verlassen ist immer, etwas wird hinter sich gelassen. Ihr werdet in eine neue Zeit gehen. Die Welt bestätigt hier auch nochmal, dass ihr hier etwas Neues anfangt, liebe Löwen. Das kann beruflich sein, beziehungstechnisch sein, es kann beides sein, es kann eins von beiden sein. Ich denke ganz klar, Löwe, du wirst deinen Weg jetzt finden. Und da, je nachdem, wie sehr du drauf bist, ich sage nochmal Thema Mitgefühl, ja, und ganz, ganz wichtig, wir sind alle hier, um zu lernen. Es hat einen Grund, warum welche Leute in eurem Feld sind, ja, es ist die Lernaufgabe oder eine Lernerfahrung von deinem Gegenüber, sei es in der Beziehung, sei es auf Arbeit, wie aber auch für dich, und es ist immer ganz wichtig, die Art und Weise der Kommunikation. Also das heißt, wenn jemand in Streit auf dich zukommt, ist es nie gesagt, dass du mitmachen musst. Denkt immer daran, was ich sage. Schaut mal zurück, wie war der gestrige Tag. Macht den heutigen Tag und den morgigen Tag immer besser wie den heutigen Tag und den morgigen Tag und den übermorgigen Tag und den gestrigen Tag. Und versteht ihr, was ich meine? Also versucht euch immer ein Stück weit zu verbessern. Ne? Und wir sind hier, um Fehler zu machen, keine Frage. Wir dürfen hier draus lernen. Und du wirst aber erfolgreich etwas abschließen für dich. Okay? Lieber Löwe, ich drücke dir die Daumen. Bleib stabil, bleib gesund. Schön, dass du da warst. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich, wenn ich dir helfen darf. Kontaktiere mich gerne. Ansonsten danke für dein Abo, Like und dein Kommentar. Und ja, sieht gut aus. Also Augen zu und durch, würde ich sagen. Alles Liebe dir. Tschüss.